Ich kandidiere für die Linke, weil ich will, dass alle Menschen gut leben und ihren Kindern eine Perspektive geben können. Aber dazu muss man auch die wirtschaftlichen Verhältnisse verändern. Die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass es nichts hilft, den Konzernen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, den Finanzjongleuren die Tür zu öffnen und Märkte zu entfesseln. Im Gegenteil, während Armut, Angst und Elend weltweit wachsen, hat sich eine gigantische Woge von Geldkapital aufgebaut, die immer unsinniger nach Profit verlangt. Es wird Zeit, dass wir den Spieß umdrehen. Nur mit sozialer Gerechtigkeit führt ein Weg aus der Krise. Wir fordern jetzt Sicherheit für die Menschen. Mindestlöhne, armutsfeste Renten und Sozialeinkommen statt Hartz IV. Wir schlagen eine Steuerpolitik vor, die den Überfluss abschöpft und dem Allgemeinwohl nützt, damit Geld da ist für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Ich habe mich jahrelang als Gewerkschafterin und bei ATTAC dafür eingesetzt, dass es in diese Richtung geht. Und das will ich jetzt auch im Bundestag tun. Unterstützen Sie mich am 27. September mit Ihrer Stimme und machen Sie mit. Denn je stärker die Linke, desto sozialer das Land.